Hallo Schönheiten, ich habe bei die Fashion die DM Haul Challenge gesehen und fand sie ziemlich cool und ihr mochtet das letzte DM Haul Challenge Video ganz gern, also hänge ich mich jetzt einfach mal so da hinten dran ganz unverschämt. Erschwerend kommt hinzu, dass ich eine fehlleitende The Body Shop Tüte habe und ich bin halb wahnsinnig geworden im DM. Es war also, für mich war es nicht easy peasy, überhaupt nicht. Ich habe den Inhalt dieser Tüte ungefähr 7000 Trillionen Mal gewechselt. Riecht für mich nach Weihnachten. Ich habe gefühlt an jeder Glade-Duftkerze gerochen. Es gibt ja unfassbar viele Fans der Glade-Duftkerzen. Ich habe eine Pure Zen, weil Mara irgendwie erwähnt hat, dass die total toll sein sollen. Und wenn Mara etwas als super toll erwähnt, dann muss ich es praktisch kaufen. Naja, und beim Riechen fiel mir dann auf, dass das für mich alles irgendwie nicht so richtig nach Weihnachten riecht. Und dann habe ich darüber nachgedacht, was überhaupt für mich nach Weihnachten riecht. Und das meiste verbinde ich entweder mit Herbst oder mit Winter, aber nicht wirklich mit Weihnachten. Ich kann euch nicht nochmal dieses Tetisep-Bad unter die Nase halten. Ich retweete schon fast jedes Bild, was mir bei Twitter geschickt wird und ich glaube, es geht euch schon unfassbar auf den Weihnachtskeks. Das Einzige, was für mich tatsächlich wie Weihnachten riecht, ist das Cremeöl-Duschpeeling von Balea mit himmlischem Apfel- und Zimtduft. Ich habe euch ja in meinem Aufgebraucht-Video gesagt, dass ich es nicht nachkaufen würde, weil ich nicht anfangen will, wieder Peelings zu horten, weil ich gerade dabei bin, gar nicht mehr zu horten bzw. zu versuchen, weniger zu horten. Ein DM-Haul-Challenge-Video später. Sehr lecker. Ich mag den Duft wirklich super gern. Das hat für mich was von Weihnachten. Und ich finde, das ist auch was, das kann man gut benutzen. Mir gefällt die Konsistenz davon. Und vielleicht ist es auch ganz gut, dass ich es mir doch nochmal gekauft habe. Schenke ich meiner Mutter. Ich glaube, meine Mutter hat noch gar keinen Essie-Nagellack und ich wollte ihn ganz gerne für sie besorgen, weil ich die Farbe auch so schön finde. Das ist so ein, passend zu meinem Pullover, ein dunkles Violett, ganz hauchzart mit warmbeerig gemischt. Eine sehr, sehr schöne Farbe. Carry on. Bin ich kurz drauf. Ich habe nicht gewusst, dass das so schön zu meinem Pulli passt. Hätte ich das gewusst, hätte ich vielleicht zwei mitgenommen. Vielleicht ist es auch gut, dass es mir jetzt erst auffällt. Auch sehr gut. Ich habe meine Mutter gestern gesehen und habe diesen Nagellack zu Hause vergessen. Also liebe Mama, du kriegst noch was von mir. Darf bei einem DVD-Abend mit der besten Freundin nicht fehlen. Achtung, geschummelt. Ich bin ein Chipsfresser. Und bei einem DVD-Abend muss ich einfach irgendwas essen. Bei mir ist es so, wenn ich eine Tüte Chips aufmache, dann esse ich mindestens die Hälfte davon und spätestens am nächsten Tag ist die andere Hälfte weg, aller spätestens am übernächsten Tag. Ich bin da ganz, ganz schlimm und es ist nicht gut. Ich habe im Rahmen eines Selbstbetruges Seeberger Apfelringe gekauft. Ich habe ja die Hoffnung, dass ich von diesem sinnlos den ganzen Arm in der Chips-Tüte versenken, reinstopfen, fressendes etwas umschiffen kann auf genüsslich ein Apfelring nach dem anderen, glamourartig, bla bla bla. Ja, also so viel dazu. Handtaschen must have im Winter. Oh oh. Kurze Verwirrung, ich dachte nämlich, das wäre meine Antwort für die nächste Frage, ist sie offensichtlich nicht. Ich habe eine Handcreme gekauft von Galderma. Ich hatte die schon vorher und meine ist jetzt leer und ich fand die super. Das Einzige, woran diese Antwort hinkt, ist, dass ich die eigentlich am liebsten abends benutze. Ganz, ganz fettige Handcreme. Die Frage ist jetzt, ob die wirklich am Ende in der Handtasche landet, weil ich sie im Sommer ungefähr angefangen habe zu benutzen und da habe ich sie halt eher nachts getragen. Aber ich habe so trockene Hände, ich glaube, ich werde jetzt mal versuchen, die auch tagsüber aufzutragen. Eigentlich wäre ja als Antwort auf diese Frage eine Lippenpflege ganz passend gewesen, aber ganz ehrlich, ich habe so viele und ich versuche irgendwie langsam sie aufzubrauchen. Ich habe mir irgendwie erst vor 2 Wochen wieder eine neue gekauft. Ich habe mich jetzt geweigert. Nein, nicht noch eine Lippenpflege in meinem Häuslein. Das ist zu viel. Pflege-Must-Have bei kalten Temperaturen. Dieses Produkt hatte ich schon zu Hause. Das habe ich jetzt nicht im DM gekauft. Aber es ist so die perfekte Antwort, dass ich es jetzt unbedingt hier in dieses Video stecke, obwohl es streng genommen nicht in diesem DM-Einkauf enthalten war. Das ist die Body Lotion mit Nordic Berry von Neutrogena. Ich habe die vor ungefähr 2, 3 Wochen gekauft, weil ich halt jemand bin, der es hasst, sich einzucremen und im Winter muss ich es aber machen, weil meine Haut so trocken ist. Und ich dachte mir, weil ich den Geruch halt so gerne mag, wollte ich halt mal gucken. Es ist kein korrektes Deutsch. Ich wollte gerne dieses Produkt ausprobieren und zu gucken, ob die Geruchsbegeisterung zusammengeht mit der Konsistenzbegeisterung. Und ich finde, die pflegt ganz gut und sie lässt sich auch gut verteilen und zieht auch halbwegs gut ein. Und im Verhältnis dazu finde ich sie dann halt wieder reichhaltig genug. Ich habe halt nicht die aller trockenste Haut überhaupt, aber
aber ich finde das halt irgendwie schon ganz angenehm. Und ich habe mich damit halt irgendwie dazu gebracht, dass ich jetzt tatsächlich mal regelmäßig meinen Körper eincreme. Deshalb war es für mich eine gute Option. Vielleicht ist das irgendwie der Einstieg für tatsächlich mal regelmäßig Bodylotions benutzen. Genug gesagt zu einer Bodylotion. Gönne ich mir selbst zu Weihnachten. Ich habe mir von Kneipp Badekristalle gekauft. Himbeere und Preiselbeere, die sind in so Herzchenform. Ich habe eigentlich genug zum Baden. Ich bin schon dabei, das zu minimieren. Ich habe jetzt nicht mehr so viel wie vor ein paar Wochen noch. Aber das entspricht bei mir so absolut dieser Challenge. Ich gönne mir was zu Weihnachten und ich gönne mir dann diese Unverschämtheit, noch ein Bad zu nehmen. Und davon habe ich, glaube ich, einfach mehr als irgendwie noch einen Lippenstift zu kaufen oder so. Und ich bade so unglaublich gern. Es ist kriminell. Ich bade so gern. Darf beim Weihnachts-Make-up nicht fehlen. Ich habe mir Lashes von Catrice gekauft. Classical Volume Lashes. Ich weiß, die meisten Leute kaufen knallroten Lippenstift. Ich frage mich immer, Weihnachts-Make-up, also das ist für mich ein Make-up, das ich jetzt unterm Tannenbaum tragen würde. Was macht man an Weihnachten? Ich zumindest stelle mir das so vor, dass ich mich den ganzen Abend vollstopfe mit super leckerem Essen. Dazwischen stopfe ich noch ein paar Kekse hinterher. Währenddessen knutsche ich jeden ab, der mir ein Geschenk überreicht und ich freue mich tierisch darüber. Und das ist mit rotem Lippenstift in meiner Welt nicht wirklich vereinbar. Und ich glaube, wenn ich dann mal für Weihnachten irgendwie mehr draufklatschen sollte, dann wäre es eher was so im Augenbereich, damit ich mich halt nicht dauernd um meinen Mund sorgen muss und oh mein Gott, ist es schon ausgelaufen und das wäre mir viel zu anstrengend. Ich habe es zumindest versucht mit dieser Challenge. Ich verabschiede mich jetzt. Ich habe nämlich noch Kekse zu backen. Ich habe so, ich habe vor, diese normalen Ausstechplätzchen zu backen, die mit diesem super einfachen Teig und die werden dann Zuckerguss heißt das, nicht Glasur. Ich sage immer Glasur. Mit Zuckerguss und dann kommt da oben dieses Streuselzeug drauf und anstatt total fancy, weihnachtlich bunte Streusel zu nehmen oder weiß, rot, grün, habe ich einfach pinke Prinzessin-Glitzer-Streusel gekauft. Und anyway, ich fange schon wieder an, euch Blödsinn zu erzählen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Tschüss!